Aufgerufen, Tagesordnungspunkt 14. Und wir sind beim Lyrikpreis und bei Herrn Aschenbach als einzigste angemeldete Wortmeldung. Bitte schön. Jawohl. Neufassung des Statutes zur Verleihung des Dresdner Lyrikpreises. So der Titel dieser Verwaltungsvorlage. Irgendwas mit Kultur, also nicht von Interesse. Die Modalitäten des Dresdner Lyrikpreises sollen aktualisiert werden. Statt einen soll es zwei Preise geben, einen für deutsche und einen für tschechische Lyrik. Das Preisgeld wird von 1x5 auf 2x7.500 angehoben. Das finde ich gut. Auch das teils beeindruckend umständliche und arbeitsintensive Auswahlverfahren soll angepasst werden. Auch verständlich. Aber anstatt einfach das Verfahren zu vereinfachen, soll es zukünftig nicht mehr möglich sein, dass sich jede Lyrikerin, die bestimmte Anforderungen erfüllt, bewirbt, sondern die Jury soll Kandidaten nominieren, unter denen die Jury dann auswählt. Nun ist das mit Kunstpreisen ohnehin so eine Sache. Haben Sie doch die Neigung, sich zu stapeln und sind gar nicht so oft ein Ausdruck herausragender Qualität, wie man meinen könnte. Dies begründet sich in der inneren Logik von Jurypreisvergaben. Zunächst wäre da das Problem, dass es für Kunst, egal welche, keine zuverlässigen Bewertungsmaßstäbe gibt. Ganz im Gegenteil, soll Kunst doch immer Avantgarde sein, immer neu, immer überraschend, immer das Bestehende erweiternd. Um also bei der Vergabe keine Fehler zu machen, orientiert man sich allzu gerne an den Entscheidungen anderer und prämiert Prämiertes. Es empfiehlt sich also frühzeitig einen Preis zu bekommen, um Preise zu bekommen. Das zweite große Dilemma, wenn Jurys sich auf Preisträger einigen müssen, ist die Verbindung des bereits erwähnten Fehlens objektiver Maßstäbe und der Tatsache, dass notwendigerweise die Einigung einer Gruppe immer dazu neigt, sich in der Mitte zu treffen, die sich auf die kleinsten gemeinsamen Nenner zu einigen, also das Besondere auszuschließen. Mittelmaß mag im politischen Gebalk gewünscht sein, in der Kunst, zumindest da ist man sich einig, ist sie es nicht. Zudem muss sich ein Kulturbetrieb, in dem etablierte, anerkannte Figuren darüber entscheiden, wer in den Rängen zu ihnen aufsteigen darf, immer die Frage gefallen lassen, ob er sich damit nicht stetig selbst reproduziert. Man nominiert, wen man kennt, und man kennt, was im eigenen Dunstkreis dünstet. Nun ist es um die Lyrik wahrlich nicht gut bestellt. Suchen Sie mal in einem durchschnittlichen Buchladen. Viel mehr als Goethe oder den Eulen Rilke werden Sie kaum finden, zeitgenössisches schon gar nicht. Vermutlich gibt es keine noch brotlosere unter den brotlosen Künsten und daher ist niemandem das spärliche Preisgeld zu missgönnen. Dennoch bedeutet die Umstellung vom Bewerbungs- zum Nominierungsverfahren, dass der Selbstreproduktion noch mehr Vorschub geleistet wird und die Möglichkeit der Entdeckung des völlig Unbekannten noch unwahrscheinlicher wird. Warum entschied man sich für diese Umstellung? Zum einen, um sich bzw. der Jury die nicht unerhebliche Mühe zu sparen, die vielen Bewerber lesen und auswählen zu müssen. Zum anderen aber, weil es bei dem Preis weniger darum geht, Unbekanntes zu entdecken und zu fördern, als sich im Glanz des Bekannten zu suhlen. Man erhofft sich so mehr Aufmerksamkeit, mehr Prestige für Dresden. Das könnte man sicher auch anders erreichen, zum Beispiel ganz schlicht durch eine wirklich nennenswerte Dotierung. Kann man alles so machen? Den Dresdner Kulturpolitikern ist es scheißegal. Mir gefällt es nicht und daher lehne ich die Vorlage ab. Gibt es weitere Wortmeldungen? Sehe ich nicht. Kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Acht und 58 Ja, 5 Nein, 2 Enthaltungen, damit so beschlossen.